Leute, ich stehe jetzt hier vor The Lost Temple, den Indoor-Simulator. Der ist leider aufgrund von Corona geschlossen, seht ihr. Aber es laufen schon fleißig Vorbereitungen für die Halloween-Saison. Denn hier entsteht eine neue Maze tatsächlich dieses Jahr. Und zwar kennt ja jeder wahrscheinlich, der im Moviepark war, die Warteschlange von The Lost Temple. Super detailreich thematisiert und ganz, ganz viel, was ihr erleben könnt. Auch teilweise Indoor mit Feuereffekten und allem Möglichen. Und genau hier entsteht eine neue Halloween-Maze dieses Jahr. Tuca Chabra soll die heißen. Und es geht da wohl um einen mexikanischen Geist und auch da werden wieder Scare-Act dabei sein, alles Mögliche. Also hier können wir bald auch wieder rein, nicht Lost Temple fahren, aber dafür die neue Maze Tuca Chabra testen. Leute, ich stehe jetzt vor der Horror Maze Hostel, könnt ihr ja erkennen hier. Die Warteschlangen und alles wird hier auch schon fleißig aufgebaut und abgesteckt. Wie gesagt, dieses Jahr beim Halloween Horror Festival wird jede Maze extra kosten zusätzlich zum Eintritt. Hat den Hintergrund, dass die Leute vom Moviepark natürlich auch die Corona-Auflagen einhalten müssen. Was auch zur Folge hat, dass ihr quasi nicht mehr angefasst werden dürft und sonstiges von den Scare-Actern. Was wiederum zur Folge hat, dass Hostel dieses Jahr ab 16 Jahren freigegeben wird. Der Moviepark hat nämlich dieses vor kurzem auch wieder auf Instagram eine Umfrage beantwortet. Da ging es ja wohl auch um die Fragen, ob es eine Altersbeschränkung für das Halloween Horror Festival gibt. Und da drin stand, dass die Maces halt ab 12 oder ab 16 zugelassen sind. Und das Hostel ist ja normalerweise ab 18 zugelassen. Und das wird dieses Jahr nicht mehr der Fall sein, sondern auch ab 16 Jahren zugänglich sein. Das heißt, es auch schon die etwas jüngeren Gäste, die dieses Jahr Hostel testen können. Natürlich aber unter Corona-Auflagen und nicht sonst wie die 18er-Version.